Entschlossener Auftritt im Pokal. Die Wasserfreunde Spandau 04 behaupten ihre Position als Titelfavorit mit einem deutlichen 20:5 Sieg gegen den SV Ludwigsburg 08. Wir hatten eine ganz schön lange Pause mit den Heimvereinen. Dadurch mussten wir jetzt auch erstmal wieder alle zusammenfinden und ein Konzept spielen, was alle verstehen. Die Gastgeber starten zunächst langsam ins Achtelfinale und lassen einige Torchancen ungenutzt. Doch Ludwigsburg überrascht mit dem Führungstreffer durch Tobias Bauer. Die Spandauer reagieren umgehend, gleichen schnell aus und gehen erstmals mit 2:1 in Führung. Anschließend erhöhen sie das Tempo und setzen die Gäste ordentlich unter Druck. Bis zur Halbzeitpause bauen sie ihren Vorsprung deutlich auf 10:3 aus. Besonders glänzen dabei Marin Tomasevic und Marek Katsch, die durch ein geniales Zuspiel von Dennis Strelecki als Torschützen brillieren. Wir haben dann aber halt unsere Wege gefunden, die Verteidigung gut auszuspielen. Natürlich sind wir auch ein Stück weit besser als Ludwigsburg, deswegen hat es ganz von alleine dann irgendwann funktioniert. Auch in der zweiten Spielhälfte behalten die Wasserfreunde ihre dominante Spielweise bei. Unter anderem zeigen Marco Stamm, Yannick Hiru und Sebastian Andruschkewitz ihre herausragenden Leistungen. So lassen die unaufhaltsame Offensive und solide Verteidigung des deutschen Rekordmeisters Ludwigsburg kaum eine Chance, was letztendlich zu einem klaren 20:5 Sieg führt. Wir probieren immer so wenig Tore wie möglich zu bekommen, weil ein Spiel gewinnt man auch durch die Verteidigung und gerade für die kommenden wichtigen Spiele brauchen wir eine starke Verteidigung, darauf setzen wir alles. Somit verspricht das bevorstehende Viertelfinale eine fesselnde Schlacht für die Wasserfreunde auf dem Weg zum begehrten Titel.